Kreuzheben. Für diese Übung bietet es sich an, deine Schuhe auszuziehen. Gehe an die Hantelstange ran, aber halte zwischen Langhantel und Schienbein ein wenig Abstand. Greif die Hantel nicht zu breit, denn je breiter du greifst, umso weiter musst du dich nach vorne lehnen. Ebenso sollten die Hände weit genug auseinander sein, dass deine Knie nicht im Weg sind. Oder umgekehrt, deine Arme den Knie nicht im Weg sind. Beim Hochheben spannst du deinen Rücken durch und stehst mit dem Gewicht auf. Stell dir vor, dein Oberkörper geht nach oben und deine Hüfte schiebt nach vorne an die Hantel an. Spanne dich richtig gut in die Position und versuche die über die gesamte Bewegung aufrechtzuerhalten. Jetzt zeige ich dir noch ein paar Fehlerbilder. Wenn auch weniger häufig, im konventionellen Stil ist das Kollabieren der Knie nach innen. Wie du siehst, wandern die Knie beim Aufstehen aneinander ran. Diese Bewegung sollte vermieden werden. Die Knie sollten permanent entlang oder direkt über dem Mittelfuß gehalten werden. Ebenso dieses Hochsquatten des Gewichtes. Kreuzheben ist Kreuzheben und keine Kniebeuge. Lehne dich mehr über die Langhantel und nicht zurück. Weiters ein klassischer Fehler, das Wegheben aus einem Rundrücken. Mit gestrecktem Rücken hast du einen viel besseren Krafttransfer und kannst besser Kraft entfalten. Ebenso, wie du hier siehst, ein zu exzessives Überstrecken sollte genauso vermieden werden. Das bringt nichts und führt nur zu Verletzungen.